Illegale und mitunter recht große illegale Müllkippen. Das ist das Thema einer OZ-Recherche, nachdem Ende September bekannt geworden war, dass es bundesweit unzählige davon gibt. Teils bereits seit Jahren und mit Wissen der Behörden. Für Ostfriesland hat sich mein OZ-Kollege Daniel der Sache mal angenommen. Daniel, was ist da los? Ja, Ausgangspunkt der ganzen Geschichte war im Grunde die Frage von zwei Hamburger Journalistinnen. Gibt es in Deutschland ein zentrales Register für illegale großen Müllkippen? Und die Antwort war schnell gefunden, gibt es nicht. Und darum haben sich die beiden Kolleginnen hingesetzt, E-Mails geschrieben an Landkreise, an Bundesländer, um einfach mal zu kartografieren, wo sich diese illegalen Müllkippen in Deutschland befinden. Ganz grob wurden da auch welche in Ostfriesland eingezeichnet, leider nicht mit den genauen Koordinaten. Aber das ist natürlich dann für einen Lokal- oder Regionalreporter so der Ausgangspunkt für die eigene Recherche, wo man sich fragt, wo genau sind die und wie ist der ganze Müll da jetzt hingekommen. Das ist eben die Frage, wie kann das sein? Denn Müll einfach so abladen, das ist ja nicht erlaubt. Genau, das ist sogar streng verboten. Einerseits ist es verboten, den Müll einfach in den Wald zu kippen. Das ist ja immer wieder Gegenstand unserer Berichterstattung. Es werden Altreifen gefunden, es werden Möbel gefunden, es wird Hausmüll gefunden. Worauf wir jetzt aber schauen in dieser Recherche und auch die Kolleginnen aus Hamburg schauen, sind größere Dimensionen. Das Betreiben von illegalen Müllhalden im Grunde. Also nicht die kleine Müllstätte im Wald, sondern eine wirklich eingerichtete, feste Müllkippe irgendwo. Und auch das passiert eben leider in Ostfriesland in großem Ausmaße, ganz offenbar. Die Behörden, das hat uns das Gewerbeaufsichtsamt bestätigt, die wissen das. Die wissen von diesen Fällen zum Teil seit ungefähr 10 Jahren. Ihnen sind aber teilweise die Hände gebunden, denn einerseits steht vielleicht der Verursacher, die Verursacherin fest und soll zur Rechenschaft gezogen werden. Die haben aber selten Interesse daran, ihr möglicherweise gut laufendes Geschäftsmodell aufzugeben oder kein Interesse daran, Geld in die Hand zu nehmen, um das zu entfernen. Das heißt, man muss klagen, muss auch als Behörden dann verwaltungsgerichtliche Schritte gehen. Und das kann sich jahrelang ziehen, denn man muss sich ja vorstellen, wenn die das nicht wegräumen, muss es der Staat tun. Und der Staat tut das ja auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das heißt, wir alle würden für die Entsorgung Mülls bezahlen, den wir gar nicht verursacht haben. Darum sieht eben auch das Gesetz vor, dass die Behörden den ganzen Rechtsweg ausschöpfen müssen und mit aller Macht der Justiz versuchen müssen, den Verursacher dazu zu bringen. Und das kann eben sehr, sehr, sehr lange dauern. Man könnte also sagen, den Behörden sind zunächst mal die Hände gebunden, weil der Rechtsweg einzuhalten ist. Ganz genau. Eine dieser mutmaßlichen illegalen Müllkippen haben wir jetzt mal angesteuert, nachdem Daniel einen Tipp bekommen hatte. Sie befindet sich in Obleng in unmittelbarer Nähe zum Stapeler Moor, das übrigens ein Naturschutzgebiet ist. Daniel, wir haben uns der Sache ja erstmal von außen genähert. Was haben wir da gesehen? Wir haben uns der Sache erstmal ganz von außen genähert, weil wir gar nicht wussten, wo es überhaupt war. Du hast es ja angesprochen, wir brauchten einen Tipp. Den Tipp brauchten wir leider deshalb, weil uns das Gewerbeaufsichtsamt Emden eben nicht die Standorte mitgeteilt hat. Wir wussten anhand der Grafik, beziehungsweise anhand der Karte, wussten wir ungefähr, wo diese Müllkippen sind. Aber im Grunde einfach nur auf die Gemeinden oder Städte bezogen. Wir hatten keinerlei Koordinaten. Das ist den Kollegen in Hamburg bei anderen Behörden besser ergangen. Die konnten dann teilweise wirklich Koordinaten genau auf der Karte festlegen, wo diese verschiedenen Müllkippen sind. In Ostfriesland ist es nicht der Fall. Mir wurden sie auf Nachfrage auch nicht mitgeteilt. Das heißt, wir benötigten diesen Tipp, haben auch eine Adresse bekommen in Obleng, sind dorthin gefahren und erstmal dran vorbeigefahren, weil man es von außen eben nicht so gut gesehen hat. Ja, ist ziemlich unzugänglich sogar, ne? Genau, es ist ziemlich unzugänglich, es ist gut bewachsen. Also es ist gut bewachsen, aber es ist bewachsen mit Farnen, mit Bäumen. Wenn man aber weiß, wo es ist, und das wussten wir ja, dann haben wir angehalten, haben uns zu Fuß aufgemacht und haben dann als erstes, glaube ich, das war so das, was mir als erstes ins Auge gesprungen ist, einen riesigen Reifenstapel, einen riesigen Haufen von Altgummi gesehen. Was wissen wir darüber? Wie viel Material liegt da wohl rum? Ich vermute, dass es 70 Tonnen Altreifen sind. Das liegt daran, dass uns das Gewerbeaufsichtsamt mitgeteilt hat, dass die denen bekannte Müllstätte, Ablagerungsstätte, 70 Tonnen Altreifen und einige Tonnen von anderem Müll noch enthält. Die haben uns aber eben nicht mitgeteilt, dass es sich um genau diese Anlage handelt. Allerdings wissen wir, dass das Gewerbeaufsichtsamt diese Anlage kennt und wir wissen, dass es um eine in Obleng geht. Darum ist der Schluss natürlich leicht zu machen, dass es sich dabei um diese besagten 70 Tonnen Altreifen handeln muss. Als wir vor Ort waren, hat uns der Zufall ein bisschen in die Hände gespielt. Denn kurz nachdem wir eingetroffen sind, kam auch der mutmaßliche Pächter des Geländes. Es gab ein kurzes Gespräch mit ein bisschen hin und her. Dann aber hat er uns auf das Gelände geführt und uns alles gezeigt.
Welche Erklärung hat er denn für den Unrat, der da so liegt? Und hält er das selber eigentlich für eine Müllkippe? Müll, Unrat, das sind Worte, die wir benutzen. Ich habe das Wort Schrott auch mehrmals benutzt, als wir mit diesem Mann gesprochen haben. Er sieht das anders. Insbesondere beim Begriff Schrott, wo ich dann auf diverse Metallteile, die da rumgestanden haben, angespielt habe, meinte, das sei kein Schrott, das sei Baumaterial, Baustoffe seien das. Denn das alles baue sich ja auch nicht selbst, nicht von selbst. Und ich habe ihn dann gefragt, was meinen Sie denn? Also was haben Sie denn gebaut? Also die Fabrik, die alte Torfabrik, die da steht, die hat er ja nicht gebaut. Dann führte uns ja so um das Gebäude rum und zeigte dann so Verschläge, Käfige für Geflügel, wo auch Tiere dann irgendwie drin waren. Offenbar hat er daraus irgendwie Sachen gebaut. Natürlich braucht man für so einen Käfig nicht diese tonnenweise Altmetall und was weiß ich, was da noch alles so liegt. Er hatte dann noch über Georgia gesprochen, die Reifen abgeholt hätten früher, hätten sie dann eingestellt. Genau, irgendwo muss das ja alles herkommen, ne? Ja, und irgendwo dann auch wieder hin offenbar. So. Also es gab dann irgendwie so eine Art Durchlauf, irgendwie Reifen kamen, dann seien sie wohl abgeholt worden und so. Sein zukünftiger Schwager soll auch irgendwie eine Rolle gespielt haben, aber so eine richtig gute Erklärung für diese tonnenweise Müll hat er eben nicht geliefert. Er hat ja auch selbst immer wieder betont, er kümmere sich ja nur um die Tiere dort. Alles total undurchsichtig jedenfalls irgendwie. Wir haben uns auch noch mit Leuten aus der Umgebung unterhalten und da andere Hinweise bekommen. Aus der Nachbarschaft haben wir dann gehört, dass dort Altreifen beispielsweise wohl angeliefert werden können gegen ein geringes Entgelt, gegen eine kleine Gebühr. Das war das, was gesagt wurde. Das sind unbestätigte Zeugenaussagen. Das wissen wir nicht. Wir waren nicht selbst dabei, als da eine Anlieferung durchgeführt wurde oder ähnliches. Allerdings deutet schon einiges darauf hin. Unter anderem deutet auch darauf hin, dass dieser Mann, das hat er uns selbst gesagt, wegen dieser mutmaßlich illegalen Müllkippe auch schon verurteilt worden ist. Dabei handelte es sich um eine Bewährungsstrafe. Meine Recherchen zufolge stimmt das auch. Der hat tatsächlich diese Bewährungsstrafe bekommen. Er ist auch noch auf Bewährung. Und nun gibt es eine neue Anklageschrift. Die hat er uns ja auch ausgehändigt. Wir waren ja vor Ort auf dem Gelände, hattest du ja schon gesagt, haben wir darüber gesprochen. Er hatte dann gesagt, er habe auch noch eine Anklageschrift. So, dann habe ich natürlich als Reporter, fragst du dann natürlich, kann ich die mal sehen? Und aus seinem Wohnwagen holte er dann irgendwie so ein etwas vermodertes Stück Papier raus, was sich dann tatsächlich als echte Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Aurich aus dem Juli herausstellte. Und dort geht es dann, wenn man den Paragraphen mal nachschlägt, erneut um den Betrieb, illegalen Betrieb einer Müllhalde. Jetzt haben wir ja schon gelernt, die Behörden müssen halt den Rechtsweg abschreiten. Was glaubst du, wie geht das da jetzt weiter? Ich habe heute mit dem Amtsgericht Leer telefoniert. Dort wurde mir bestätigt, dass im Grunde diese Anklageschrift vorliegt, dass das Verfahren allerdings noch nicht eröffnet worden ist. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Möglicherweise kriegen wir dieses Jahr noch einen Prozess, vielleicht im kommenden Jahr. Was man sagen kann, ist, wir dürfen zwar aus rechtlichen Gründen nicht aus der Anklageschrift zitieren, allerdings steht dort etwas oder in dem Schreiben, das der Anklageschrift beigefügt ist vom Gericht, steht, dass es da auch um einen Pflichtverteidiger geht. Und immer wenn das Gericht schon damit beginnt, einen Pflichtverteidiger beizuordnen, heißt das im Grunde, dass man dort von einer Gefängnisstrafe von nicht unter einem Jahr ausgeht im Falle einer Verurteilung. Das heißt, es wird noch ein spannender Prozess und es, am Ende des Ganzen steht dann möglicherweise auch eine Haftstrafe. Du wirst es allemal beobachten. Selbstverständlich, ja. Illegal entsorgter Müll in Ostfriesland. Wir wissen von tausenden Tonnen in der Region. Allein im Kreis Wittmund sind es über 3000. Die mutmaßliche Kippe in Obleng ist da gewissermaßen nur die Spitze des Müllbergs.